Wir sind wieder zurück bei The Forest. Guten Tag. Na? Hallo, ich grüße Sie. Wir haben da hinten gerade, da haben wir gerade zwei Freunde gelaufen, ne? Ja, zwei Mieter, die wieder nicht bezahlt haben, haben wir da hinten gesehen. Wir lassen es aber für heute durchgehen. Ja, wobei ich das Gelächter von denen schon ziemlich assi fand. Also dieses ja, das auf jeden Fall. Also das lassen wir, also später kommen wir natürlich wieder, aber jetzt bin ich erstmal zu feige. Vorsichtig, meine ich. Was brauchen wir eigentlich jetzt alles? Du bist Experte in diesem Spiel. Brauchen wir eine Schildkröte, hast du gesagt, ne? Eine Schildkröte wäre schön, deswegen laufe ich am Strand rum und auch, weil ich hier ungefähr weiß, wo wir hin müssen. Problem ist nur, am Strand laufen natürlich auch wieder weitere Mietnomaden rum. Die haben natürlich keinen Job, deswegen tummeln die sich den ganzen Tag am Strand, sammeln Pfandflaschen und all möglichen Kram, die Touristen weggeworfen haben. Die haben halt keine Arbeit, ne? Klar. Ja gut, aber wir nehmen denen ja auch die Arbeit weg. Du meinst als Mieteintreiber? Ja. Unter anderem. Okay. Wir können auch rennen ein bisschen, dann dauert es nicht ganz so lange. Nicht, dass ich ungeduldig wäre. Wir müssen natürlich auch gucken wegen der Ausdauer. War denn echt nur eine Schildkröte vorhin? Die schwimmen wahrscheinlich im Wasser rum, ne? Also irgendwo werden wir bestimmt welche finden. Also hinten bei den Containern sind auf jeden Fall immer welche. Und da kommen wir ja gleich hin. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir bis dahin hoffentlich auch ein paar Lurche. Wir sollten zuerst einen Bogen oder sowas machen. Ich habe noch nie die Story in diesem Spiel verfolgt, bin ich ganz ehrlich. Boah, Tobi, Alter, ich weiß nur, dass die Story voll geil ist. Aber ich hab's auch irgendwie noch nie durchgespielt. Ist wahrscheinlich auch mehr einfach als nur dieser Flugzeugabsturz wahrscheinlich, ne? Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen tiefgründiger sein. Ja, die ganze Insel hat ein ganz furchtbares Geheimnis, soweit ich weiß. Okay. Und das kann man ergründen. Und da ist eine Schildkröte im Wasser. Zwei Schildkröten, vier Schildkröten, OWTF. Kriegst du die raus? Müssen die draußen sein? Weiß ich nicht. Probier mal so. Nee, schubsen kann ich die jetzt nicht. Das Gute ist, dass jeder von uns, glaube ich, Schildkrötenpanzer aufnehmen kann, genau wie der von uns einen Topf aufnehmen kann. Das heißt, mit zwei Spielern erreicht man einfach auch mehr. Aber zwei Spieler verbrauchen natürlich auch mehr. Oh, die kommt raus, Schildkröte. Hä? Mhm. Oh, Erik, kommen zwei Schildkröten. Die kommen alle an Land. Ja, da komme ich gleich mal hin. Ah. Aber schnell, die sind gleich weg. Hä? Nur noch 19%. Hä? Fast wie das Windows-Update. Oh, sogar, Alter, Erik, was machst du? Erik? Hä? Lass den Hasen in Ruhe. Was? Ich hab ihm einen Klaps gegeben, damit er schneller läuft. Der konnte das noch nicht. War ein ganz kleiner Hase. Ja, welche nehmen wir denn? Die sind aber auch langsam. Die muss man mal richtig durchmotivieren. Diese verfatzten Arschpickel, Platzschildkröten, diese scheiß Talgeimer, diese widerlichen, aufgebrochenen Eiterpickel. Ah! Mann, die tut mir voll leid. Ah ja? Alter! Ja, jetzt kann ich dir voll leid tun. Nee. Okay, Kopf, Alter. Warte, nee, komm, das ist gemein. Schwimm in die Freiheit. Schnell. Nein. Ich kann's einfach nicht machen. Tobi, die greifen von beiden Seiten an. Du musst schnell sein jetzt. Schnell, bevor die angreifen. Schnell, Tobi. Der beißt zu. Was kann man denn mit diesem Panzer machen? Regenwasser fangen, um was zu trinken, Tobi. Was sehr wichtig ist fürs Überleben. Oh, warte. Okay. Hä? In den Hals, nicht in den Panzer. Oh. Okay. Gut. Oh Gott, du Monster! Oh Gott, Tobi, du Monster! Boah, was? Boah, du Monster! Du Monster! Alter! Warte, guck mal, wie die schreit! Das ist ein sehr langer und stummer Schrei, Tobi. Wie er nochmal reinhaut. Oh Gott, wie kann man nur so sein? Nein! Hey! Entschuldigung. Ich glaube, es hackt. Hier mein Penis. Oh, der schreit auch mal so. Das sieht von vorne auch so aus. Das Coole ist, wir haben Schildkrötenfleisch, wir können was essen und wir haben die Schildkrötenpanzer, zwei Stück immerhin. Und ich glaube, wir werden so vier Wasserkollektoren brauchen. Also zweimal müssen wir noch. Und hier waren noch zwei Stück, ne? Ja, aber wir können immer nur einen Schildkrötenpanzer auf einmal tragen und später aber auch noch einen als Schlitten. Huch! Alter, ein Lurch. Als Schlitten? Was? Shit.
Als Schlitten. Survival! Na! Ey, das sind zwei, Alter. Hier ist noch einer. Ja, die sind echt schnell geworden. Und ich mach das zu früh. Ich bin außer Übung. Cool. Ich hab Echsenhaut. Cool, ja geil. Lurchhaut bitte, das sind Lurche, das sind keine Echsen. Jeder weiß das. Hm, was denn? Oh. Das kitzelt am Nippel. Achso. So. Da stand aber gerade Echsenhaut. Ja, Tobi, das. Ich frage einfach nicht. Es sind Lurche. Aber war das mit dem Schlitten gerade ernst gemeint? Kann man hier wirklich Schlitten fahren? Ja, kann man wirklich. Was? Und zwar mit Schildkrötenpanzern. Guck mal im Hintergrund, die Berge, da kann man hin. Ernsthaft? Wenn du jetzt hier rumkommst, da sind so Berge, da kann man hin. Da ganz oben? Da kann man hin. Wahr? Da kann man hin. Ist das schon immer so? Nein. Das kam irgendwann dazu, weil bei Forest ja ständig Updates kommen. Boah, voll geil. Ah, okay, ich bin voll. Ich bin voll. Weiß ich, wo meine Pornomagazine gelandet sind. Wo bist du denn? DHL hat die nie zugestellt. Ne, haben sie aber geschrieben, ne? Ja, genau. Hier sind sie. Da. Guck sie an. Ach, krass. Tatsächlich. Ja, sehe ich schon. Hier, For your Mail Express steht da drauf. Von ice.de. Die Bestellung. So. Oh, hier, ich mag die Spiegelung hier drin. Die ist sehr real. Oh. Kann ich das bitte für zu Hause haben? Ja gut, also Erik jetzt mal. Ne? Oh, hier greifen Schildkröten an. Oh, gefährlich. Wir holen sie später. Das Problem ist, wir dürfen ja auch nicht alles wegsmashen. Weil, wenn wir zu viele Lurche töten, dann nimmt die Population ab und dann kommen nicht mehr genug nach. Ach krass, echt? Ja. Das ist alles. Da sind zwei Schildkröten im Container gefangen. Kommen wir nicht raus. Wir kommen wieder, Tobi. Wir befreien die. Wenn wir Platz für deren Panzer haben. Die wir dir natürlich. Das ist natürlich. Also ganz ehrlich, man muss es halt, ne, verstehen. Schildkrötenpanzer sind so ein bisschen wie ungewollte Hornhaut am Fuß. Ja, ihr kennt das. Man ist sehr lange gelaufen und hat dann irgendwie so einen fetten, stumpen Hornhaut am Fuß. Warst du das? Okay. Und den will man ja nicht. Genauso ist es bei den Schildkröten halt. Ja, und die werden auch ähnlich abgewetzt, ne? Ich meine, es gibt mittlerweile elektronische Geräte, wo dann so eine Schildkröte auch wirklich, ja, gefräst werden kann. Genau. Netterweise, muss man dazu sagen. Ja. Schildkröten freuen sich ein bisschen, das ist wie bei uns so Massagesessel. Nur halt für den Rücken und mit Schleifpapier. Boah, Alter. Ich komm in die Hölle, komm doch einfach mit. Was ist das da drüben? Ist das New York? Ja. Ach, so sieht das aus. Kannst du Urlaub machen. So ist New York entstanden damals. Ich wusste doch, dass das nicht so aussieht wie im Fernsehen. Wäre irgendwie cool, wenn irgendwie so die Freiheitsstatue einen Arm rausstreckt aus dem Sand, wie bei Planet der Affen. Ey, wo bist du? Hier oben! Ricola! Jo, Mensch, Reinhold, was machst du denn da oben? Jo, ich guck mal Fire Room. Hast du deinen Fußzeh gegessen? Ich glaube nämlich, wir müssen hier irgendwo rein jetzt. Ich renne mal wieder ein bisschen. Wo möchte der alte Mann hin? Ja. Ah, das sieht echt schön aus hier. Haben die Map geändert? Oder liegt das gerade... Ah, nee, doch nicht, oder? Oder doch? Nee, doch nicht. Okay. Also die Map ist schon gegenüber damals ist sie natürlich schon verändert. Ist sie auch größer geworden? Ja, ne? Ja. Oh ja. Das ist nicht gut. Was denn? Da hinten steht einer. Ja, komm, den schlagen wir platt. Nee, das Problem ist, sobald die uns auf dem Kieker haben, wissen die Bescheid. Und hier laufen auch öfter mal gerne welche rum. Der Typ, der da steht, war, glaube ich, gerade auch auf Standbein. Der hat nichts mitgekriegt. Und wir müssen irgendwie in diese Richtung, denn der steht genau da, wo wir eigentlich bauen sollten. Aber gut, ist das nicht irgendwie schade, wenn den jeder ignoriert? Ja, schon, aber ja, wenn er nicht nach Hause kommt, die machen sich schon Sorgen. Ja eben, der weiß doch vielleicht gar nicht mehr, wie es nach Hause geht. Willst du ihn nach Hause prügeln oder was? Ja klar, vielleicht ist es die einzige Sprache, die er versteht. Nee, die machen schon so Klicklaute immer. Ach so. Du, Junge, da rein. Pissblach. So, warte. Hilfe.
Dieses Warte. Knacken von den Ästen immer, Mann, das macht mich voll nervös. Ja. Guck mal hier, auf diesem See. Hier. Auf dem müssen wir bauen. Der ist es. Ach krass, wie geil. Und den kann man den kann man so zubauen, dass quasi auf deinen Holzbrettern dann Enten schwimmen. Das ist voll geil. Wir haben hier einen Zugriff zu einer Höhle, weil unter dem See direkt eine Höhle ist. Wir sind safe vor Eingeborenen. Wir haben immer Fische da, also Nahrungsquelle haben wir auch. Das heißt, dieser See ist, der ist halt echt ideal. Ich gucke gerade in die Kamera, versuche überzeugendes Gesicht zu machen, aber die ist ja gar nicht an. Ja, Mann, wie ich immer. Vorhin erstmal die Kamera gewunken, voll Idee, ey. So, das ist voll schäbig. Und man ist aber schon so dran gewöhnt, einfach, hallo Freunde. Ich habe gerade gewunken in die Kamera. Weil ihr super seid, ja. Alter. Was denn? Nee, so. Komm. Ich schau mal kurz mal ein schlaues Buch, guck mal. Wie hast du das aufgemacht? Mit Tab oder was? Mit B machst du auf. Ah. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Eigener Boden. Ich brauche erstmal, also wir brauchen erstmal ein eigenes Fundament. Und wir werden sehr viele Baumstämme benötigen. Das heißt, bevor wir das Fundament bauen, können wir eigentlich gleich hier schon mal, da es ja gleich wieder dunkel wird, können wir hier schon mal so ein provisorisches Lager aufbauen. Soll ich schon mal Holz schlachten gehen? Ja, schaden kann das nicht. Ich mach das mal. Prima. Aber am besten hier nicht bei uns, ne? Doch, doch, das geht schon. Ja? Das geht schon, das geht schon. Ah, es wird zu schnell dunkel, glaube ich, irgendwie. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ich sehe die Wasseroberfläche gar nicht. Wo fange ich denn da am besten mal an? Ich meine, hier den Weg kann ich ja später noch hinbauen. Timber! Timber! Juhu! Hey, Erik. Ja? Guck mal, mein Penis. Ja, und das Holz ist auch ganz cool. Oh, ich hab den Hasen. Nein, der ist da eingeklemmt. Oh nein! Oh nein! Schade. Ich hätte ihm geholfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird natürlich, das wird kostspielig, was wir hier machen. Und vor allen Dingen ist es dunkel, ich sehe kaum was. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Muss man die Checker noch klein hacken? Ja, ne? Aber ich mach das mal anders. Was meinst du? Muss man die Stöcke noch klein hacken? Nee, du hast so ein Stück gerade schon auf der Schulter gehabt. Okay, das war schon die richtige Größe, genau. Es ist aber gerade so dunkel, wir sollten uns vielleicht erstmal ein normales kleines Lager. Da drüben übrigens ist ein Eingeborener, glaube ich, zwischen den Felsen. Habe ich es gerade richtig leuchten sehen da drüben? Vielleicht ist das der vorhin auf Standbein war. Ja, das kann sein. Nachts werden die aktiv. Glaube ich. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein normales Lager bauen, oder? Also so ein kleines provisorisches hier. Kann man da dann schlafen? Weil die Nacht ist halt echt blöd, ne? Ja, müssen wir. Also sollten wir. Ich mach das mal auf dem ersten Stein hier vorne. So. Mit. Ich mach dir mal Licht, wa? Ja, danke schön. Das ist super. Ey. So. Gott, ist das hässlich. Weißt du, Tobi? Ich gebe mir hier Mühe, was Schönes für uns zu zaubern. So ein geil Penthouse, mehr so nett. So, wir brauchen übrigens noch, kannst du noch mal Baum schlagen? Ja. Prima. Hier ist noch ein Stein. Der fehlt ja noch. Und ich würde schon mal eventuell noch mal schnell ein Feuerchen machen. Hier, Feuerchen. Ich mach mal hier so ein... Dieser Baum? Ich schlachte dieser Baum. Oh, dieser Baum ist tot. Hä? Der fällt nicht um. Dann ist er noch nicht tot. Was ist da los? Soll ich mal kurz Licht an? Boah, ist das ekelhaft hier nachts. War das schon immer so dunkel? Baum ist kaputt. Nice! Oh, cool, eine Feder. So. Oh. Ich glaube, ich habe in der Weite schon irgendwas gehört. Die werden aber früh dran diesmal, die Eingeborenen. Alter, wie viele Baumstämme kann der denn bitte schleppen? Zwei. Tiff. Okay, dann fehlen uns noch vier Steine.
Hab's. Hast du 4 Steine? Jo, ja, nice. Drin. Nice. Dann können wir eigentlich schon mal. War da noch irgendwo so ein. Da ist ah. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist viel dunkler geworden. Nice, ja, Tobi! Ist das von der Helligkeit her und sowas echt übel? Also, was heißt übel, aber anders da. Warte mal. Geh mal auf Einstellungen. Ich erinnere mich da gerade an was. Und dann kannst du die Höhlen-Nachthelligkeit ein bisschen höher drehen. Die Nachthelligkeit? Bei Anzeige oder bei Grafik? Warte. Einstellungen, ich mach nochmal. Bei Anzeige. Ah, okay, warte. Ich mach die mal ganz auf. Ja, wenn man die ganz hell macht, na gut, das sieht komisch aus. Aber irgendwie bin ich nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Ist ja für die Zuschauer vielleicht ein bisschen angenehmer, ne? Ja, für uns auch. Ich glaube auch. Wobei, ist halt so. Echt, na egal. Wobei, eigentlich sieht das schon cool. Das sieht aus wie Mondschein irgendwie, ne? Geht eigentlich. So, Tobi, ich hab Fleisch auf den Grill gelegt. Oh, lecker. Ich könnte noch ein Bein reinlegen, das mache ich mal nicht. Speichern können wir dann auch bald wieder, cool. So, und morgen können wir dann neue Base bauen hier. Base bauen. Morgen ist dann hier alles zugebaut. Ja, das schaffen wir alles an einem Tag, das ist kein Problem. So eine Reihenhaussiedlung einfach. Nur ganz kurz, du hast Hunger, finde was. Ah ja. Tobi, wenn du willst, da ist noch was zu snacken drin. Wie macht man das? Einfach mit E auf diesen Pac-Man drücken, falls du den auch hast. Cool. Oh, geil. Und was ich jetzt nochmal mache, ganz schnell, ist, wo ist denn das hier? Den hau ich nochmal ganz kurz hier hin. Guck mal, wie der mit dem Buch aussieht. Warte mal. So, dann haben wir schon mal Wasserkollektor. Müssen wir später noch ein paar... Es war einmal vor langer Zeit... So, guck mit dieser Minilampe. Ich finde das irgendwie cool. Ja, geil. Ist das so einen hatte ich früher für meinen Gameboy gehabt. Für meinen Gameboy Color. Ach, warte mal, wir brauchen ja auch noch Wasser, brauchen wir auch noch. Ist noch Wasser. Ich baue auch mal so ein Ding hier. Wir können ja auch 2 von den wassersammelnden Dinger haben, oder? Brauchen wir bestimmt auch. Ja, nee, warte mal, ich mache mit dem Top gerade frisches Wasser. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ich dachte, er macht das. Oh, da vorne ist einer. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, ich komme zu dir runter. Mist, ich sehe gerade nichts. Also im Wasser sind wir auf jeden Fall safe. Das Problem ist nur, also wenn man die reinlockt, ist ganz gut. Da bräuchte man einen Bogen. Sag mal, der kommt hierher. Jetzt braucht's am Lager. Er ist sogar 2. Oh, nee. Gut, töten sollte man die wahrscheinlich nicht, ne? Die hauen jetzt aber ab. Waren 2, die beobachten uns bestimmt. Die hauen bestimmt noch nicht ab. Ich stelle mich mal hinter das Lagerfeuer und koche mal ein bisschen Wasser. Ich gebe Deckung. Ich guck, ach, das bist du. Ich guck gerade, ob die hier irgendwo sind. Finde ich aber auch nicht in Ordnung, ne? Die fragen halt nicht mal. Nö, also wie gesagt, das sind halt Mietnomaden, ne? Die bevölkern hier die gesamte Insel inzwischen. Das ist Privateigentum und wir wurden halt beauftragt, da so ein bisschen natürlich gegen vorzugehen. In unserem Ermessen. Gut, also brauchen Sie sich nicht wundern, wenn wir dann auch mal gewalttätig werden irgendwann. Weil einfach hier aufzukreuzen und hier einen auf dicken Larry zu machen, ist halt nicht. Das sehe ich aber genauso. Ja. Okay. Der Topf ist voll im Rumwackeln gewesen. Ja, ich habe den Topf gerade getrunken. Ich glaube, du brauchst aber auch noch was. Im Moment geht's noch. Ja, aber dann haben wir schon mal Wasser da. So, warte. Wie mit seinem Topf dahin läuft. So. Ah. Boah, die Nächte sind echt dunkel geworden. Was ist da los, Tobi? Was ist da los? In welchem Breitengrad hier wir wohl sind? Ich weiß es nicht, weil ich weiß, dass ich aus dem Schildkrötenpanzer irgendwie kein Wasser trinken würde. Wieso nicht? Ah, nee. Da kann man auch Wäsche drauf schrubben. Der hat so schöne Rippchen. Alter. Ist halt ein Survival-Spiel, ne? Da kann man jetzt auch nicht sagen, nee, das ist mir nicht fein genug. Ich erwarte ein 5-Sterne-Menü. Ja? Da
Da muss man auch schon mal Schildkrötenanus schlürfen. So, Tobi, wenn du trinken willst, das müsste gleich fertig sein. Geil. Mit R drehe ich das hier immer, ne? Genau. Jetzt kannst du, glaube ich, trinken. So, ich glaube, dann sind wir jetzt safe. Oh, dein Topf. Ja. Hast du ihn? Hab geschnappt. Okay. Dann würde ich sagen, komm, wir schlafen mal eine Runde hier mit Z. Z. Ah, was für ein schönes Schläfchen. Moin. So, warte, ich speichere nochmal eben ganz kurz, vorsichtshalber. Ido. Dürfen wir zusammen speichern? Da gab es irgendwie Probleme früher immer, aber es scheint inzwischen zu gehen. Ich habe einfach jetzt auch mal C gedrückt, dann ist kurz Bildschirm schwarz und dann geht's weiter. Ist das richtig? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. So, dann lass mal ganz kurz gucken. Ich würde dann nochmal ganz kurz anfangen mit meinem eigenen Fundament. Fundament. Wir bringen das Fun in Fundament. Oh. Was denn? Tobi, was denn? Nee. Bin raus. Wie kann man denn Sachen auf den Grill hier legen? Oder? Ach so, wahrscheinlich, ne? Oh, das könnte genau passen. Oh, ich habe echt Hunger. Scheiße. Du musst das Fleisch zuerst in die Hand nehmen und dann kannst du es da drauf legen. Oder mit R kannst du auch durchrotaten, was du auf den Grill legst. Das geht auch. So, ich hoffe, dass wir nicht entdeckt werden. Hm. Oh, die sahen jetzt nicht so schlau aus. Ich glaube, die verraten uns nicht. So, ich hoffe, ich krieg's ja einigermaßen gerade, weil aus jedem Winkel sieht's irgendwie gerade aus. Oh oh. Was denn? Timber! Ist ein Baum gefallen? Ja. Das ist doch gut. Einfach so. Aber das ist, dann ist es ja erschreckend. Ja. Das, Wie kann sowas passieren? Habe ich nicht vorhin so ein Holzstammlager gesehen? Wo waren die denn nochmal hier? So, warte mal, mal gucken. Alter, was man hier für geile Hütten bauen kann. Blockhütte. Ja. Also wir werden viel Holz brauchen. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja, gut, aber das macht ja nichts. Wir haben ja hier genug. Und es mag dich erschrecken, aber manchmal übertreibe ich ein bisschen. Hä? So, dafür wird es halt natürlich auch eine geile Base, ne? Also muss man natürlich auch mal sagen. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was du damit meinst. So. Moin, Fischis. Ich wünschte, ich könnte das hier von oben irgendwie sehen. Geht das von hier? Wo sind die Stecker? Die lagen doch hier irgendwo. So, ich wünschte, jetzt würde man das gerade hinkriegen. Das ist echt gar nicht so leicht. Wahrscheinlich sollte man Pilze auch nicht einfach so essen, ne? Also nein, okay. Nee, was anderes hier gerade. Achso. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Was geht bei dir denn? Was denn? Tobi, was hast du denn? Was ist denn da los? Ach, Zimmer, Küche, Bad, sagst du? Ja. Also wir müssen natürlich auf dem Markt müssen wir es irgendwie loswerden, ne? Klar. Ja, klar. Ja, verstehe ich schon. Gut. Ja, das wäre dann. Lass ich das so oder mache ich das lieber nochmal, ziehe ich das nochmal anders. Kann man da. Tobi, ich glaube, ich versetze das Ganze nochmal ein bisschen. Ja klar, hey, baue es nochmal ab. Mach ich wirklich. Ich weiß. Man mag mich für verrückt halten, aber das ist halt das Fundament ist halt das Wichtigste. Wie im Leben, Tobi, wie im Leben. Och, Alter. Was denn? Das Maul. So. Was hat der? Und Lorch. Ah, das war nicht so gut. Findest du Lorch ja auch toll?
Tobi, halt die Schnauze. So. Was denn? Ich frage dich nur nach deiner Meinung. Hm. Du auch so ein großer Lorch-Fan bist. Ja. Generell schon. Okay, das mache ich doch anders. Ich mache das mal lieber hier vorne. Ach, Kacke. Oh, jetzt wollte ich immer noch zwei Stöcke. Ich rasch da aus. Ich rasch komplett aus. Bleib geschmeidig. Ich rasch da aus. Bleib geschmeidig. Da kam kein Nick. Hey, da kam kein Nickel aus dem Busch gerannt. Ja, das passiert. So, warte. Ich versuche mal die Base zu setzen, aber ich muss gleich dringend was essen. Hast du beide Schildkrötenfleisch gegessen? Nee, ich habe sogar noch was draufgelegt. Ah, okay, cool. Aber warte, ich hab Blaubeeren nicht gefunden. Alles gut. Sind da noch welche? Da, hä, ich dachte vier. Oh. Was denn? Das kann man. Da passt ja gar nicht so viel drauf. Ich habe das gerade irgendwie mit Echo verwechselt. So ein Baumstammlager gebaut und dachte mir so, ah, da geht schon noch was drauf. Gleich so Fabrik bauen einfach. Bäm. Oh, ein Reh, wie süß. Ich hätte es tun können. Ich könnte es immer noch tun. Aber da warte ich auf den Bogen. So, ich fange mal von der Seite aus an, glaube ich. So. Okay, ich würde das wirklich gerne hinkriegen, wie wir es schon mal hatten. So, ich müsste also an diesem Fels hier vorbei. Ja, das Bauen kann mittlerweile, ist ja krass. Das ist voll geil. Aber wie komme ich auf die zweite Seite von dem Ding? Hallo? Ach, da oben, okay. Ja, ist schon gut, schon gut, schon gut. Ja gut, Tobi, wenn du meinst. Erik, bitte. Ja, entschuldige. Eine Deckenschädellampe. Ich wollte deine Medienkompetenz nicht anzweifeln. Danke, finde ich gut. So. Okay. Oh, ein Vogelhäuschen kann man ja auch bauen. Ja, super praktisch. Da kannst du an Federn sammeln. Eben. Das war mein erster Gedanke. Bin ich ein kranker Bastard? Entschuldigung. Nee, die Federn geben sie aber freiwillig. Du musst sie gar nicht mehr töten dafür. Nee, da finde ich scheiße. Ja gut, ich meine, du kannst trotzdem, wenn du möchtest. Das, ja dann, nee, du ich musst machen, aber nicht. Sofort. Du hast Hunger, finde was zum Essen. Ich habe gerade Blaubeeren gegessen und hier sind überall Fische. Mmm, die Fische, Tobi. Alter, man hätte auch ein Hausboot bauen können. Ja. Also können wir natürlich auch machen. Nee. Unabhängig hiervon natürlich. Das Ding erinnert mich gerade voll an Raft. Das Hausboot. Das Hausboot? Ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob das dann genauso funktioniert wie ein Raft. Obwohl es schon cool wäre. Ein offener Pavillon. Krass. Ein Felspfad. Alter, ja, geil. Hängebrücke. Ein Kran? Ich glaube, ich höre gerade die Höhle hier irgendwo. So, ein Kran. Besser als ein Kranich, ne? Oh, wir müssen die Folge beenden. Nee, warte. Ich muss auf jeden Fall also du hast recht. Du hast recht. Du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht, aber ich will zumindest vorher noch das Ding hier setzen. Denk dran. Das Fundament bringt dir erst den ganzen Fun. Was denn? Sehe ich das irgendwie falsch? Nee. Okay, guck mal, was du da tust. Das weiß ich auch nicht so genau. Bist du das? Oh, Alter, schreck mich doch nicht so, ich habe gerade Schritte gehört. So. Was ist das? Was denn? Das ist eine Seilrutsche? Oh, ja, Seilrutschen gibt's auch. Das ist ziemlich cool. Also wir können zum Beispiel von dieser Riesengrube können wir hier herrutschen, wenn man das will. Ja, die geht nach unten in den Boden. Ach so, ja, das ist eine Höhle. Da will ich aber nicht runter. Ja, warum denn nicht? Du, Erik, wirklich, no offense, ja, aber...
So, ich hoffe, das wird nicht zu breit hier gerade. Was denn? Häuschen. Ich mache eine Pause. Alles klar. Ich hoffe, das, was ich hier mache, wird nicht zu breit gerade. Oh, das ist viel zu groß, Tobi. Was ich hier mache, ist viel zu groß. Oh. Was denn? Habe ich gerade Kohle gegessen? Ja, vielleicht was Verbranntes vom Grill. Oh. Hm. Naja gut, wenn es schmeckt halt, ne? Der Hunger treibt's rein. Oh, Eichhörnchen. Wie viele Baumstämme braucht man da? Erik? Guck mir hier durchs Loch und sag mir, wie viele Baumstämme wir brauchen. Sag's mir! Guck durchs Loch! Warte. Was ist das? Was denn? Ich dachte, ich hätte jemand laufen hören hier schon wieder. Ich hab voll Paranoia in dem Spiel, Mann. Zu Recht, weil die jederzeit kommen könnten. Nee, aber guck mal, ganz ehrlich, das haben wir in der nächsten Folge, mal ist direkt fertig. Erik? Das geht schnell, Tobi. Das geht schneller, als man glaubt. Wie viele Baumstämme haben wir, die wir brauchen? Da hinten sieht es auch nicht ganz gerade aus, irgendwie. Meinst du, ich soll erstmal kleiner machen? Wie viel sind das denn? Gut, 259 braucht man da halt, ne? Klar, aber... Ich meine, man muss ja auch schon so einen gewissen, ne, wenn man den Sohn rettet, muss man schon so einen gewissen Luxus, der ist ja auch was gewohnt. Wir haben noch nicht eine Wand dann, ne, das ist nur der Boden. Ja, das stimmt schon. Aber gut, wir können ja, da kriegen wir schon hin. Ich überlege halt, ob ich es erstmal kleiner mache, aber andererseits. Ja. Vielleicht kann man ja von hier so einen Zugang übers Wasser machen. Vielleicht ist das wirklich ein bisschen zu groß. Ich meine, ich muss meine Sammlung auch irgendwo unterkriegen, ne? Daran denkt ja auch wieder keiner. Ist also nicht. Meinst du also. Ich war. Keine Ahnung. Ne? Du willst also sagen, ich habe einen Vogel, Tobi, ja? Du willst also sagen, ich habe einen Vogel. Ist das, was du mir sagen möchtest? Das war jetzt irgendwie symbolisch. Also ich kann es auch nochmal verkleinern. Ist ja, im Stream geht das vielleicht ganz gut so, aber vielleicht im Let's Play soll er vielleicht doch ein bisschen kleiner machen. Vielleicht die Hälfte davon. Ja, ich werde mal gucken, vielleicht können wir zwischen den Folgen mal schnell was machen. Ja, mach das mal. Okay, dann sehen wir uns nächste Folge wieder und dann hat sich diese Fläche hier auf magische Weise... Der Vogel. Das ist schon ganz cool. Schade, okay. Aber das ist eigentlich schon ganz cool. Hier ist auch das Boot mit drin im Haus, das passt alles so nicht. Das geht nicht. Nee. Also wir machen noch was anderes. Ich muss unbedingt was essen vorher, aber. Okay, dann ja, nächste Folge gucken wir mal. Ne? Und dann Base. Ach, wir können ja Fische essen, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja gar nicht Lurche sammeln, wir können ja einfach Fische sammeln, so ein paar. Dafür bräuchte ich nur irgendwie. Kann man uns Speere machen? Ich sehe hier keine Fische. So, warte, ich guck mal ganz kurz. Ich habe keinen Stein, ne? Steinchen, du musst wandern. Schmeiß dich an den Kopf von anderen. La, 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 la. Okay, geht das so, wenn ich hier... Handgemachte Axt. Reparaturwerkzeug. Zwille. Eine Zwille wäre auch cool. Schwacher Speer. Zwei Stücke. Okay, ich habe einen schwachen Speer. Und den kann ich jetzt verbessern mit drei Knochen. Und zwei Stoff.
Ich habe keine Knochen. Ah, ich habe noch keine Knochen. Shit. Meine kriegst du aber auch nicht. Gibt's irgendwas, wo ich welche herkriegen könnte? Nein, nein. Na gut, vielleicht fällt mir bis nächste Folge was ein. So, ich piss uns jetzt hier in unsere Wassergenerierung. Oh, coole Bank. Guck mir das an. Das ist eine coole Bank, das ist ja nice. Ja, die hab ich ja mal hingesetzt. Oh, cool. Oh, hier kann man was essen. Kohle. Ist echt. Komm, ich gönn mir auch mal was hier aus. Einfach nur aus Mitleid hier, komm. Widerlich. Mm. Ich setze mich hin. Ah, ja, dann würde ich sagen, nächste Folge, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja, geil. Kriegen wir schnell hin. Ruhig. Kriegen wir schnell. Ja, ich auch. Geil. Geil. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.